mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind. Zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Wir sind jetzt hier in Dubrovne. Hier war der Flughafen von, also für den gesamten Demjansk-Bereich. Und hier sind alle, die hier gewesen sind, entweder rein oder rausgeflogen worden. Von hier, Horst' Vater, mein Vater, alle sind hier irgendwie mal gewesen und entweder beim Reinkommen und nicht wieder raus oder gerade noch rausgekommen. Auch Lebensmittel sind gebracht worden. Und jetzt ist hier nur noch Wiese und eine LPG oder Kolchose. Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Auch ich begrüße die deutschen und russischen Teilnehmer sowie alle die von meinen Vorrednern schon genannten Namen, die hier erwähnt wurden. Я приветствую немецких и российских участников сегодняшней церемонии по случаю десятилетия основания освящения кладбища в Корпово. Zur heutigen Gedenkfeier zum 10-jährigen Bestehen unseres Soldatenfriedhofs in Corpovo an der Pola. Thank you.
Es ist für uns, es ist vor allen Dingen für uns Angehörige wichtig, dass jedem Soldaten ein eigenes Grab, eine eigene Erinnerung gewidmet werden kann. Thank you.